Herzlich willkommen zurück zu Resident Evil Village. Im letzten Part sind hier Wolfshorden auf uns losgestürmt und ich habe das Gefühl, es hat immer noch kein Ende. Und ja, ich habe hier zwischen den Parts mal geguckt und dann ist mir auch, habe ich mir das nochmal durchgelesen, den Namen Schatz unter der Festung. Wahrscheinlich kommen wir irgendwie hier drunter durch eine Höhle oder so und dann müssen wir den da finden, sonst müssen wir halt nochmal zurücklaufen. Gut, ich habe Angst, weil jetzt wird's groß. Ich hätte auch gern mehr Flintenmuni tatsächlich. Oh ja, jetzt hat diese ganze Muni, die wir kriegen, hat nicht mehr viel mit Horror zu tun. Geld. Oder diese ganzen Krähen, ne? Oh, hier wird es gleich richtig abgehen. Heilige Scheiße, habe ich da Bock drauf. Naja, gut. Oh, warte, jetzt habe ich den Timer schon wieder vergessen. Wenigstens eine grobe Einschätzung brauche ich. Bup, bup, I'm los. Gut. Nein! Oh mein Gott. Jetzt haben wir eine Rohrbombe verschwendet. Oh nein. Wenn wir das drücken, wird gar nichts passieren. Alter, was ist denn jetzt los? Ich glaube, uns bleibt nichts anderes als die Flucht übrig. Alter. Oh, Alter. Ich glaube, alle hier zu besiegen wird ziemlich schwer. Alter. Ah nein, Scheiße. Oh, fuck, Mann. Alter. Die sind nicht mehr ganz dicht, habe ich das Gefühl. Wie viele waren das jetzt? Sagen wir so. Es waren zu viele. So viele, dass wir keine Flintenmuni mehr haben. Oh, wir haben wieder ein bisschen Scharfschützenmuni. Okay. Ein wenig, naja. Sehr wenig eher. Oh, das ist die Festung. Ich glaube, hier ist Heisenberg. Fuck. Oh, bitte jetzt nicht so ein Hordenscheiß. Darauf habe ich echt gar keine Bock. Gar keine Bock. Natürlich Hordenscheiß. Och Mann, das ist doch. Ich bin da wirklich kein Freund von. Oh ja, jetzt geht's ab. Ach, herrje. Gut. Lass uns mal loslegen. Da geht's nicht weiter hoch.
Oh Mann, ich höre doch sie schon wieder. Das ist doch, Alter, nicht mehr schön. Ach du Kacke, nein. Die wollen mich verarschen. Das muss ihr Nest sein. Damit kann man es natürlich auch erklären. Ja, Mami. Nein! Lass mich in Ruhe! Nein, Alter, lass mich! Es snappt hier langsam. Alter, das ist doch. Solltest du dich nicht hinhocken. Es ist noch sehr schwer hier gerade. Weil ich die ganze Zeit umgucke, drücke ich manchmal aus Versehen. Alter! Nein! Hat das hier eigentlich irgendwann ein Ende? Oder ist das jetzt einfach nur aus Spaß drauf? Nein! Oh Mann, ihr könnt mich alle mal. Das ist doch hier. Das ist doch kein Spaß. Ah, wir haben keine Muni mehr, deswegen. Alter, nee, kommen jetzt noch welche? Ich habe absolut keine Muni mehr. Ah. Wow, es reicht für einmal. Dann noch Rohrbombe. Ja, keine Ahnung. Ist ein bisschen lächerlich. Schon so ein bisschen lächerlich. Oh Mann, Alter! Ich glaube, hier soll man einfach nur rennen und schießen. Gibt es kein Gegnerlimit, die droppen einfach. Bin ich extrem behämmert. Alter, das ist so lächerlich. Oh Mann, Alter. Wir haben keine Zeit, um nachzuladen. Oh, Alter. Wenn er jetzt noch gelebt hätte. Ich glaube, das ist hier unendlich. Ich versuche hier einfach hin und her zu gehen irgendwie. Irgendwie hier zu überleben. Ich finde es einfach nur lächerlich. Aber das ist irgendwie nicht schön hier. Ist ja einfach nur rumgerinne.
Na los, Großer! Oh, Alter, du willst mich verarschen. Was ist denn jetzt hier los? Ich hab leider keine Muni mehr. Komm her, halt auch durch, ne? Lass mich mal bitte kurz. Was ist das denn, Alter? Du willst mich verarschen, Alter. Das ist doch nicht mehr lustig. Haben wir kurz Pause? Muss mich nämlich neu sortieren. Mach nur Munition noch. Nein, wer kommt denn jetzt bitte? Ich find's nicht lustig, ihr merkt das. Ach, Mann, ey, also. Wir haben immer noch zwei Dietrich hier. Ich glaube, also brauchen wir ihn nicht. Sieht schwierig aus. Das war's auch mit der Flintenmuni, die wir übrig hatten. Haben nur noch zwei Healing-Dinger. Was soll da schon schief gehen? Was ist mit der Musik los, Alter? Wir haben einfach keine Pistolen mehr. Was ist das? Alter, nee. Kann man da durchsehen? Nee. Boah, Alter. Ich denke, wir müssen die alle besiegen. Alter, was ist denn das? Ich hab das mal notfalls draußen. Oh. Order des Königs hat uns endlich erreicht. Rückzug. Es ist äußerst ärgerlich, dass wir den Ketzern die Festung an der Grenze überlassen müssen. Wenn nur etwas mehr Zeit wäre, könnte ich das Blatt sicher zu unseren Gunsten wenden. Nein, das ist bloß vornehmes Getue. In Wahrheit ist es meine Neugier, die mich an diesem Ort hält. In der Gegend gibt es ein paar Ruinen, die laut den Bewohnern schon sehr alt sind. Ein Zeremonienplatz mit vier übermächtigen Statuen, die Höhle mit Wandmalereien und einen steinernen Sockel, den sie den Kelch des Giganten nennen. Da, wo das Umbrella-Symbol ist, ne? Wer hat all das erschaffen? Wo kam der oder die Erbauer her und wo sind sie hin? Es wurmt mich, dass wir diesen Ort ohne dieses Wissen hinter uns lassen müssen. Ja gut, wenn das seine einzige... Ich erinnere mich noch an den allerersten... Nee, ich glaube, das war der dritte Part, wo das Video hieß, das sind zu viele. Ich würde lieber die Menge nehmen.
Sieht ja wirklich nach Bosskampf aus. Alter, was kommt jetzt? Nein. Das ist nicht gut. Nee, irgendwie nicht. Alter, nicht dieses Vieh. Wir haben keine Magnum-Muni mehr. Es geht durch seinen Kopf hindurch. Oh nee, Alter. Besser spät als nie. Was ist los? War gerade ein Achievement. Ist er tot? Ach, er ist tot. Ja gut, mussten wir nur unsere ganze Magnum-Muni. Eine Rohrbombe. Alles. Oh. Alter. Ich bin überrascht. Was für ein Scheiß-Vieh, ey. Und dafür muss man jetzt. Ja gut, wir haben keine Magnum-Muni mehr. Und ich glaube, wir werden auch keine mehr bekommen. Weil ich glaube, das Spiel sieht das als Konsequenz. Entweder wir ballern uns hier unsere ganze Muni leer. Oder wir ballern uns die ganze Mag leer. Und kriegen dann keine mehr. Alter. Sag nicht, das sind alle Schätze. Oh mein Gott. Was ist denn das hier? Das sieht aus wie die. Wie die kristallierten Graphen. Symbol ein bisschen, ne? Ist hier sonst noch was? Und gut, die Räume davor mit zu 100%. Nee. Was haben wir hier? Hier haben wir was übersehen. Egal, ich gehe jetzt nicht mehr zurück. Gelbquarz, großer Kristall. Wir haben immer noch nicht alles. Das ist ein kleiner Schatzraum. Ja, das tut man gut. Überlebt hatte dieser Typ zum Glück nicht. Das heißt, ein Wiedersehen ist auch ausgeschlossen. So, jetzt aber schon Bosskampf, ne? Oh nein, schon wieder ein Fernseher. Heisenberg meldet sich. Oh, nein. Wir haben keinen Granatwerfer benutzt, merke ich gerade. Hä? Der Flakon ohne Kreis. Ah! Oh nein! Oh mein Gott, was haben die mit Rose gemacht? Was? Du hast was drauf, Winters. Respekt. Danke. Wart's ab, Arschloch. Wenn ich dich finde, dann. Komm runter. Wir haben den Flakon. Nicht mehr lange und du bist am Ziel. Ja. Ich helfe dir. Aber dafür musst du. Muss ich was? Komm erstmal zu mir. Platziere die Flakons auf dem Altar. Den Rest findest du sicher selbst raus. Bis dann, ja. Winters. Verdammt. Oh. Heilige Scheiße. Wir haben den letzten Flakon, ohne Heisenberg zu besiegen. Aber dann war es das noch nicht, ne? Außer Heisenberg ist der Final Boss. Guglimo. Oh, das war der Schatz. Na gut. War hier nicht noch was? Ne, da drüben. Hä? Das geht jetzt tatsächlich als besiegt. Wir haben Heisenberg besiegt. Ohne ihn zu besiegen. Vielleicht ist er ja doch auf unserer Seite. Was ich nicht glaube. Weil. Naja. Wird immer noch dieser Sekte hier an. Warte. Ja, haben wir alles. Cool.
Dann da mal aussteigen. Mann, das war noch actiongeladener werden. Was soll denn das? Da haben wir auch schon irgendwie alles. Ah, da geht's zum Friedhof raus. Hier gucken wir gleich, wo es hier hingeht. Wir gehen erstmal hoch und schließen den Friedhof auf. Anscheinend geht die Sonne auf oder unter? Ich glaube eher unter, weil wir sind ja abends hier hingekommen. Was war das denn? Na gut. Wir haben wieder Scharfschützenmuni. Das sieht hier aus wie die Kerker von Lady D, ne? Ein bisschen Geld. Wir brauchen Fische. Eine Fische. Foto eines Geist. Was? Geisterschiffes? Geisterschiff gibt's nur in Zelda. Ich glaube hier nicht. Eines Geisterfischs. Ach nee, den haben wir schon. Ja, also die Chance, dass man Tiere übersieht, ist sehr gering. Notizen zur Kadu-Implantation. Probanden 174 bis 181. Oh, Proband 174. Mihai M. Merkmale 21. Männlich, Silberschmied. Namen von einer Lungenentzündung. Ergebnisse geringe Kompatibilität. Kadu konnte nicht wachsen. Transformation des Körpers. Beeinträchtigung der Wahrnehmung. Typische Anzeichen eines Lycans. Auf die Weide geschickt. Proband 177. Bernadette B. Merkmale 21. Weiblich. Keine Beschäftigung. Keine Vorerkrankungen. Ergebnisse. Tod. Oh. Proband 181. Alkina Dimitrescu. Merkmale 44, weiblich, Nachkomme eines aus Adelsgeschlecht, nicht aus dem Dorf, vererbte Blutkrankheit. Ergebnisse sehr gute Kompatibilität, keine Wahrnehmungsverlust, kann ihren Körper nach Belieben verändern. Maßnahmen zur Wahrnehmungskontrolle implementiert und zur Beobachtung entsandt. Hier wurden die gemacht. Deswegen war sie mutiert. Ihm wurde dieses Embryo-Ding reingemacht. Ist ja eklig. Oh, das war's. Hier ist nichts mehr. Okay. Wow, scheiße. Alter, wieso schieße ich dann dauernd daneben hier? Dieses Story-Fetzen war rein optional. Aber weiß nicht, du. Nee, ein bisschen doof. Doof. Uns fehlen aber immer noch Fische. Setzen wir ihn mal ein. Beziehungsweise speichern erstmal. Wo ist denn da? Da ist der Speicherpunkt. Nein, Quatsch. Hier ist der Speicherpunkt. Ja, Mann, ey. Ab zum Duke. Und ich glaube, wir kriegen jetzt hier ordentlich auf die Nase. Oh, nein. Cool. Dann mal ab zum Duke. Moin, moin, Dukey. Ich bin hoch erfreut, dich lebend wiederzusehen. Oh, ich auch. Gut. Jetzt haben wir alle unsere Teile.
alle die Teile unserer Tochter vereint. Das Umbrella-Symbol. Kenn ich das Giganten? Oh nein, den müssen wir jetzt da hinten einsetzen. Was? Okay, kriegen wir unsere Tochter? Heisenberg aufsuchen. Sag Bescheid, wenn du was brauchst. Du möchtest etwas kaufen? Tatsächlich ja. Beziehungsweise erstmal verkaufen. Wir haben nichts Kombinierbares, ne? Wir können einfach alles hier verkaufen. So, wir haben immer noch zwei Dietrich. Richtig, was das wert ist. Ja, ne? Du hast schon wieder keine neuen Waren. Wieso wird mir das dann als neu angezeigt? Ich kann auch hier nichts verbessern. Komm, machen wir hier mal. Wir haben so viel. Was? Ah, schon gut. Das war's. Komm. Wir haben unsere Waffen. Diese Hände sind geschickter, voll, als sie vielleicht aussehen. Na gut. Essen ist Leben. Uns fehlt immer noch Fisch. Da kann ich leider auch nichts machen. Können wir uns eigentlich mal ein bisschen eindecken, ne? Vielen Dank für deinen Einkauf. Immer wieder gerne. Ach, das wird mit jedem Mal teurer. Arschloch. Nee, Pistolenmuni würde ich jetzt nicht. Gut. Bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Tschüss. Kann man den nicht da hinten einsetzen? Weil die Flammen jetzt hier so sind. Da war doch auch so ein Podest. Oder? Bin ich der Meinung. Was war das? Ja, weiß ich auch nicht. Jetzt, ich weiß auch nicht, wo wir zu Heisenberg kommen. Da wahrscheinlich, oder? Das ist der einzige Ort in dem Dorf, wo wir noch nicht waren. Kann man den hier draufsetzen? Ja. Okay, da ist unsere Tochter drin. Und jetzt? Wir brauchen unsere Tochter, um eine Brücke hochzufahren. Hilfe. Ich will hier nicht runter. Sollte ich hier mit runter? Ich glaube nicht. Doch, ich dachte hier schon. Das ist ein Fehler. Scheiße. Wo geht's hier lang? Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Ich habe ganz vergessen, den Part zu beenden. Wir sehen uns im nächsten Part. Ciao. Stand Evil Village. Im letzten Part haben wir das Ganze. Mach dir keine Sorgen um das Kind. Alles wird gut. Oh. Na los, komm einfach über die Brücke. Das Herzklopfen von Rose. Okay, sie lebt anscheinend noch. Wie das möglich ist, keine Ahnung. Aber, ja, im letzten Part haben wir das ganze Nest, getötet von den Scheißviechern. Und jetzt gehen wir zu Heisenberg. Okay. Beziehungsweise, ich glaube, diese paar Sekunden schneide ich noch an den letzten Part, dann ist das halt ein XXL-Part. Und hier würde ich dann beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis dann. Und jetzt wirklich, ciao.